Das ist die Gedenkveranstaltung zum 27. Januar, dem Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Und mit dieser Erinnerungskultur, die mittlerweile in den letzten Jahrzehnten ja aufgebaut wurde, ist unsere Gesellschaft auch stärker geworden, moralisch stärker geworden, sich zu den Opfern und den schrecklichen Verbrechen zu bekennen und daraus auch Lehren zu ziehen. Dazu dient diese Veranstaltung hier am Rheinland-Pfälzischen Landtag. Meine Damen und Herren, im Gedenken an die Opfer wollen wir uns nun von den Plätzen erheben. Wir gedenken der Juden Europas, die damals in die Konzentrationslager verschleppt und ermordet wurden. Wir gedenken der Frauen und Männer, die widerstanden haben, an Menschen, die ihr Leben verloren, weil sie ihre politische Überzeugung, ihre Nächstenliebe oder ihren Glauben nicht aufgegeben haben. Stange hin. Nie wieder dürfen Staat und Gesellschaft zulassen, dass Menschen wegen ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihrer politischen Einstellung, ihrer sexuellen Orientierung, wegen ihrer Andersartigkeit zum Feindbild einer schweigenden Mehrheit gemacht, verachtet, gedemütigt oder bedroht werden. Mir wurde berichtet, dass das Haar von Müttern, die ihr Kind auf dem Arm zur Erschießungsgrube tragen mussten, auf dem Weg dorthin schlohweiß wurde. So etwas hatte es in der Menschheitsgeschichte bis dahin nicht gegeben. Es gab kein Vorbild für den Umfang und die Ausführung eines solchen Mordprogramms. Der Mord an den 6 Millionen Jüdinnen und Juden ist einzigartig in der Menschheitsgeschichte, einzigartig in mehrfacher Hinsicht. Und natürlich ist es eine Mahnung an uns, an die Welt, nie wieder. Nie wieder das Menschenrecht so verletzen lassen. Nie wieder den Nachbarn allein lassen. Nie wieder wegsehen. Nie wieder Hass gegen irgendwelche Minderheiten dulden. Also aufstehen, widerstehen, kämpfen, nie mehr Exil. Dann wird es auch ganz selbstverständlich, mit den Juden am 27. Januar zu sagen, nie wieder, nie wieder. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Meine Damen und Herren, für die Landesregierung ist und bleibt der Kampf gegen jede Form von Extremismus eine wesentliche Konstante des Regierungshandelns. Für uns steht fest, der Rechtsextremismus ist eine Bedrohung unserer Kultur und unserer mitmenschlichen Werte. Wir verneigen uns vor den Opfern des Nationalsozialismus. Im Gedenken an diese Menschen lassen Sie uns miteinander für eine bessere Welt einstehen. Gerade die Juden, die nachkommen, die müssen wissen, dass wir aus der Geschichte mindestens das lernen müssen, dass wir Minderheiten schützen, dass wir Minderheiten aufnehmen. Denn es waren ja auch damals Deutsche, die Exil im Ausland suchten, die nur dadurch, dass sie aufgenommen wurden, überlebt haben, eine Existenzmöglichkeit hatten. Das müssen wir doch lernen aus der Geschichte. Wenn wir nicht alle das, was erkämpft worden ist an Freiheit und Demokratie, an Gerechtigkeit verteidigen, dann ist Gedenken überlebensnotwendig und deshalb, ja, eine würdige Veranstaltung und eine ganz wichtige. Und das würde ich den Menschen gerne zurufen an diesem Tag. Erinnern an die Einzelschicksale, um das Ausmaß der Menschenverachtung, die damals von Deutschland ausging, zu erfassen.
aber entscheidend ist immer, dass man sich diese menschliche Größe bewahrt und dass man Mitgefühl, Mitverständnis hat für Menschen, denen es nicht so gut geht oder die aus irgendwelchen Gründen vertrieben werden, Hunger leiden, diskriminiert werden oder von Rassismus verfolgt werden. Ich glaube, dass Sie viele Initiativen im Land auch haben, das trägt, denn ich bin der ganz festen Überzeugung, trotz aktueller einiger weniger anderen Stimmen, dass die große Mehrheit der Anständigen auch eine ganz große Kraft entwickeln kann. Aber sie muss auch tätig werden. Demokratie und Freiheit werden nicht von selbst erhalten.